finde es auch echt cool, wie hier einfach so mittendrin einfach noch so mal ein paar verschiedene Pflänzchen wachsen, einfach so, und diese Wolken, wie die halt immer hier rauskommen. Das finde ich super, super stark. Und nächstes Mal reiten wir hier eindeutig mit dem Pferd durch, Leute. Das brauchen wir hier ewig. Ich hätte nicht gedacht, dass man so lange braucht, um hier zu dem Eingang zu kommen. Besonders wir sind... Oh, was ist das da oben denn? Oh. Hi, Dudes. Zack. Die müssten doch jetzt eigentlich droppen. Da droppen sie. Sehr schön. Das ist ein wenig Geld. Und hier können wir was sprengen. Okay. Sprengung in 3, 2, 1. Oh, eine Kiste. Kisten sind immer gut, Leute. Kisten sind immer gut, sage ich. Ein Rhodonit. Das ist also auch wieder einer von den Juwelen. Ah, stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Oh mein Gott, wir kommen in dem schlechten Gebiet sogar raus. Das finde ich relativ lustig, weil... Letztes Mal, wo ich da wirklich über die Dinge gekrapselt bin, hier über die... über den Hang da... Da kommt man dann halt... Oh, shit. Da kommt man halt an einer Stelle raus, wo man entweder direkt in die Wüste reinkommt oder halt in die Richtung von hier auch gehen kann, wenn man sich über die Berge sneakt. Aber ich kann euch verraten, das ist tatsächlich nicht so eine gute Idee, sich Richtung der Berge zu sneaken. Oh, nice, hier ist der... Ne, der Schrein ist schon da vorne beim Pferdestall, merke ich gerade. Ne, ist er nicht. Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Wir müssen hier hoch, okay. Ja, wir gehen erstmal da hoch. Ich meine, zum Stall können wir auch noch später, dann können wir unseren Dude hier holen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der Schrein? Da ist er doch direkt. Nice. Okay, dann haben wir hier auch schon mal ein Teleportfeld hingefunden. Das ist nicht schlecht. Aber ihr seht schon, wie wir eigentlich jetzt abgekommen sind von unserem... Was bist du denn? Ein Hammer. Das ist ja der Hammer. Wie wir eigentlich jetzt abgekommen sind von unserem Weg. Wir wollten ja eigentlich zu dem grünen Ding hin. Wow, der hat gerade gut gedroppt. Ein Opal und ein Bernstein. Das ist auf jeden Fall nicht das Verkehrteste, möchte ich sagen. Keine Pfeile, schade. So, Kenio-Schrein. Den nehmen wir doch auch gerne mit. Desto mehr Schreien, desto näher kommen wir unserem Ziel. So, und darauf jetzt erstmal einen Schluck Kaffee, liebe Leute. Als ich das Spiel zum ersten Mal durchgespielt habe, habe ich, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt, wo man halt dann, das Ziel endgültig erfüllt hat, habe ich, glaube ich, nur 20 Schreine gehabt, circa. Wirklich sehr, sehr wenig Schreine gehabt, einfach weil ich habe sie nicht gebraucht. Ich bin es von WoW ein bisschen gewöhnt, also von World of Warcraft und auch von den alten Zelda-Spielen, dass man sehr, sehr wenig Chancen hat zum Teleportieren. Und das fand ich auch tatsächlich gar nicht so schlimm immer. Und, ja. Deswegen habe ich es halt irgendwie mir so beibehalten. Ich weiß nicht warum, fragt mich nicht, aber es ist halt irgendwie so. So. One Hit. Das fette Schwert ist echt cool, hey. Ich mag das eigentlich. Echt jetzt, das hängt jetzt auch noch da dran. Ja, dann komm mal her. Na? Ja, hat geklappt. Ich hätte so gelacht, wenn das Ding jetzt einfach kaputt gegangen wäre. Wäre ein bisschen traurig gewesen, aber... naja, was soll's. So. Nächstes Rätsel auch gelöst, dann geht hier die... Geht es dann runter oder geht die Türe dann auf? Ich weiß es gar nicht. Ah, dann bewegt sich das hier also. Na, nice. Dann kommen wir hier zu der Truhe, wo sicherlich ein kleiner Schlüssel drin ist, den wir dann nutzen können, um die Türe aufzumachen. Vielen Dank. Für den kleinen Schlüssel. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Ach, theoretisch hätten wir da auch runtergehen können. So, open up. Warst du es etwa schon? Ne, es war es noch nicht. Hätte mich auch gewundert. So. Dem setzen wir mal. Oh, okay, das ja, hat er schneller aufgeladen gehabt als gedacht. Und Link braucht natürlich wieder Jahre, bis er aufsteht. Na, ist ein Wächterschild. Wächterschilder sind. Wächterschwerter sind sehr, sehr gut, meiner Meinung nach.
Okay, das letzte ist... Magnet auf jeden Fall. Wie weit können wir das ziehen, dass es magnetisch bleibt? Oh. So, dürfte doch theoretisch schon reichen, oder? Ja, nice. Haben sie ein bisschen arg einfach gemacht. Entweder hätten sie das Becken größer machen sollen oder sonst was. Wo ist aber die Kiste? Es gibt doch eigentlich immer eine Kiste. Nur dieses Mal scheinbar nicht. Naja, was soll's. Ich meine, die Kisten sind jetzt auch nicht überlebensnotwendig. Da sind meistens keine so guten Items drin. Das Wichtigste... Oh, halt. Das Wichtigste, was halt... Oder das Interessanteste, was halt immer drin ist, sind irgendwelche Elementarschwerter. Also so Elektro, Feuer, Eis. Aber das brauchen wir eigentlich inzwischen auch noch nicht. Es... noch nicht und... Ja. Und früher hätten wir das halt auch brauchen können. Ganz am Anfang wäre es auch nicht schlecht gewesen, so ein Schwert zu haben. So, dann können wir jetzt runter, können unser Pferd holen, können von dem Dude erstmal so Dingschrecken abkaufen. Brauchen wir die wirklich oder können wir die dort irgendwie farmen? Ich muss gerade mal überlegen, ob wir die dort irgendwo herkriegen, vielleicht die Schrecken. Ja, wir können erstmal hier rüberfliegen und dann die Dinge mitnehmen, oder? Sieht auf jeden Fall nach guten Plan aus. Zack. Den nehmen wir mit. Oh, 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 oh. Spurtlinge sind es also. Den nehmen wir mit. Oh, okay, das war's jetzt, Alter. Naja, never mind. Hi. Willkommen in Stall. Möchtest du ein Pferd registrieren oder mitnehmen? Pferd abholen. Wir nehmen den Dude mit natürlich. Ja, den Dude wollen wir mitnehmen. Dann holt er uns den. Das ist eigentlich ganz gut, weil dann können wir jetzt halt das letzte Stückchen reiten bis zur Grenze der Wüste. Ja, ja. Und er hier hatte noch eine Quest für uns. Junge, du hast nicht zufällig ein paar Spurtlinge. Wie du siehst, bin ich müde. Müde, mich in normalem Tempo fortzubewegen. Als ich 5 Jahre alt war, habe ich zum ersten Mal einen Spurtling gefunden. Seitdem esse ich sie jeden Tag. So habe ich jedes Wettrennen gewonnen. Doch jetzt, 55 Jahre später, ich mag Spurtlinge immer noch sehr gerne, aber ich bin einfach zu alt, um die Klippen hinaufzuklettern und die Spurtlinge zusammen, wo sie wachsen. Daher muss ich leichtfüßige Jungspunde bitten, für mich Spurtlinge zusammen umzugehen. Der ist also 55 Spurtlinge. Wow. Der ist also so ein bisschen so ein Drogenjunkie, könnte man sagen. Der halt auf Spurtlinge ist. Wie viele haben wir denn von den Spurtlingen? Ich glaube, die habe ich letztens so gegessen auszusehen. Ja, habe ich. Wir haben nur noch 2. Naja, never mind. Können wir das bei ihr kaufen? Selbst ein Gerudo wie ich, hätte ich ihre Not, wenn die Sandrobben nicht gäbe. Wir würden förmlich über den Sand fliegen. Achso, nee, das ist sie nicht. Dann wird es er sein hier, oder? Ich würde gerne die Wüste durchqueren, aber mein Esel und Pferd kommen den Sand nicht zurecht. Deshalb handle ich eben jetzt hier. Bei mir gibt es knackige, frische Insekten, nur keine Zurückhaltung. Anschauen kostet nichts versprochen. Ja, wir gucken mal, was es so hat. Bevorzugt kühle Orte wie den Schatten von Bäumen, ihre Flügel hatten kühle Mittel. Genau, das da war's. Ja. Selbst wenn wir die jetzt gerade nicht brauchen, ist es relativ Wurst. Weil wir brauchen sie, glaube ich, in der Wüste. So, das war eigentlich jetzt das Stück, was wir hier mit unserem Pferd reiten konnten, weil weiter würde es nämlich nicht mit uns gehen. Jetzt gucken wir mal, ob das nicht zu heiß ist hier drin. Oh, Frostmelone. Gut, hätte ich gewusst, dass wir hier Frostmelonen finden. Ach nein, bitte nicht. Die Elektrofledermäuse. Der nimmt wirklich den Arm von seinem Kumpel mit. Alles klar.
trotzdem eine Schelle von mir, Dude. Zack. Okay, wo droppt ihr denn euren Loot? Ah, sie kommt mit. Das ist natürlich nicht schlecht. So, das Horn noch mitnehmen. Oh, wir brauchen auf jeden Fall die... Was, ist zu kalt? Ah, es ist nachts. Oh mein Gott. Jetzt habe ich voll vergessen, dass das Spiel so smart ist. Dass es halt in der Wüste nachts mega kalt ist und tagsüber mega warm. Können wir auf dem Weg normal laufen? Ja, so einigermaßen normal. Ja, dann kommen wir eigentlich schon dorthin, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich hier in die Stadt. Und ich hoffe, es bleibt noch kurz Nacht. Mega stark eigentlich. Und da oben ist ein Turm. Und da drüben ist der Turm, den wir eigentlich brauchen. Was weißt du denn? Hm, du bist ein harmloser Reisender, oder? Du musst wissen, ich bin inkognito unterwegs. Eigentlich bin ich eine Soldatin aus Gerudo-Stadt. Das ist natürlich super, wenn man inkognito unterwegs ist und erstmal mit jedem hier redet. Und vor allen Dingen verrät, was man ist. Es gibt eine Horde von Banditen, die sich die Jägerbande nennt und die den Frieden in unserer Stadt gefährden. Wegen ihnen gibt es in Gerudo-Stadt gerade diverse Scherereien. Sie sollen sich als Reisende ausgeben und Unheil stiften. Deswegen bin ich auch wie eine Reisende angezogen. So kann ich unauffällig ein Auge auf die Banditen haben, die sich als Reisende verkleiden. Ja gut, ich bin ein Bandit. Also eins muss ich sagen, ich finde die Bosse zwar mega, mega cool, also hier die Titan und alles, ach, dass halt wirklich alles markiert ist, wo man sie später dann treffen kann, das finde ich ein bisschen, ja, zu einfach. Aber trotzdem mega stark, Leute. Super, super stark. So, natürlich haben wir die Nacht jetzt verpasst, wenn ich es richtig sehe. Und dürfen jetzt hier direkt wieder bis zur nächsten Nacht schlafen. Ja, ich glaube, wir haben die Nacht verpasst. Hallo, Hundi. Ja, wir warten bis abends direkt nochmal. Ach ja. Weil, es ist nämlich so, dass, ein gewisser Charakter, den wir brauchen... Oh, ein Gerudo-Messer. Das nehmen wir doch gerne mit. Meine Waffentasche ist voll. Ah, dann nehmen wir es halt nicht mit. Dann werfen wir... Ah, wir haben noch so einen Zweihänder. Okay, dann werfen wir unseren mal einfach weg. Alles gut, Harry. Alles gut. Ich kann mich daran erinnern, dich schon mal getroffen zu haben. Freut mich. Ich bin Terry. Mein rückwärtiger Kämpfer vor, auch in gefährlichen Zeiten wie diesen bin ich stets im Dienste meiner Kunden unterwegs. Lustigerweise ist er nämlich ein Charakter aus Wind Waker. Schon damals ist er mit dem Schiff über den Ozean gefahren und hat hier die ganzen Sachen ausgeliefert. Das heißt also, man könnte sagen, dass Terry und Wind Waker, also Quatsch, dass Breath of the Wild und Wind Waker in einer ähnlichen Zeitspanne spielen könnten. Ich würde besonders Insekten tolle Ausrüstung für Reisende an, zu tollen Preisen. Sollte selbst, was? Und sollten sie selbst etwas zu verkaufen haben, bin ich ebenfalls für sich da. Für Edelsteine und dergleichen mache ich ihnen einen guten Preis, also immer her damit. Dann zeig mal, was du hast, Schönes. Pfeile. Oh, Pfeile wären halt schon awesome. Da du hast Rüstung. Ah ja, kaufen wir halt einmal Pfeile. Ist geradeaus. Oh, wie mad er ist. Ja, wir verkaufen noch ein bisschen was. Ne, wir verkaufen doch nichts. Sorry. Können wir direkt hier hoch? Wir gehen den Schleichweg. Und zwar müssen wir hier nämlich hochgehen.
um niemanden anzutreffen. Steht die noch da unten? Ne, ist ein Kaktus. Kann natürlich sein, dass wir zuerst einmal nach Ding laufen müssen. Es ist nämlich so, dass die Person, die ich suche, theoretisch da auf dem Dach sein müsste. Jetzt gucken wir mal. Hm? Wer bist du denn? Ein Kaufmann. Genau wie ich und meine Gruppe. Aber das heißt, du hängst so wie wir hier fest. Wir wollen nach Gerudo-Stadt, um dort Handel zu treiben. Aber anscheinend dürfen nur Frauen in diese Stadt. Der ganze Weg umsonst also. Unser Anführer ist schon vor Gerudo-Stadt und versucht einen Weg in die Stadt zu finden. Aber wenn er Erfolg gehabt hätte, wäre er sicher schon wieder hier. Ja, und das ist nämlich genau die Sache, dass wir den Anführer hier eigentlich suchen. Bist du der Anführer? Im Gebiet zwischen Gerudo-Stadt und Wüstenbasar treibt ein Titan sein Umwesen. Wenn ich einen Gerudo kennenlernen will, muss ich wohl mit Anlauf durch die Gefahrenzone preschen. Na dann wollen wir mal Handel treiben. Damit eins klar ist, bei mir gibt es nur Zutaten, keine Fertiggerichte. Oh, das klingt doch gut. Also Zutaten sind immer besser als Fertiggerichte. Ah, der will auch so viel für seine blöden Pfeile. Nee, mach einen Abgang. Aber du hast eine schicke Robe, die erinnert mich ein bisschen an die Link-Robe. Zitterfrucht. Jetzt gucken wir mal. Da oben ist noch niemand. Ich glaube, wir müssen erstmal zu Gerudo-Stadt vorlaufen, habe ich so das Gefühl. Gibt's hier nicht irgendwo? So, weg mit dir. Die gucken wir uns mal an. Haben aber keinen Platz mehr, das ist gut. Weil dann nehmen wir den Müll schon mal nicht weg. Nee, schon mal nicht mit. Nee, das wollte ich. Weil da oben muss dann... Huch, muss später jemand drauf sein. Und da oben wäre auf jeden Fall der Tower. Gibt's hier denn nirgendwo gerade ein Ding? Ein Wüstenross möchte ich es mal nennen. Das ist nämlich die interessante Sache hier. Hier in der Wüste kann man sich halt nicht mit dem Pferd oder so fortbewegen, weil die halt hier im Sand sonst stecken bleiben würden oder sowas. Sondern hier, hier sind lustigerweise Robben unterwegs, die halt, mit denen man sich halt, an denen hält man sich fest irgendwie mit, ich weiß gar nicht, mit irgendwas halt. Und ja. Wenn man sich halt an denen festhält, dann stellt man sich auf sein Schild und surft dann halt mit dem Schild hinterher. Was ich ziemlich cool finde, wenn ich ehrlich bin. Ach komm, mach mal hier einen Abgang. Da wollte er jetzt echt gerade den Kopf klauen, oder was hat er da vor? Das Gute ist, wir kriegen hier auf jeden Fall Loot, da Loot und da hinten. Falls ihr euch fragt, warum ich jetzt eigentlich alles einsammle, das habe ich doch sonst immer nicht gemacht. Das liegt ganz einfach daran, dass ich im Moment einfach, den Loot brauche. Bist du zufällig? Was tue ich jetzt bloß? Ein Woi hat mich angesprochen. Beruhige dich, Kyra. Sie heißt Kyra, wirklich? Am besten grüße ich einfach freundlich. Ja, ja. Freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Kyra. Ich bin vom Stamm der Gerudo. Ja, das ist mir klar. Sobald ich Wahi unseres Stammes einen bestimmten Adress, ziehen sie in die Welt hinaus. Und zwar auf der Suche nach neuen Erfahrungen. Mit etwas Glück findet man dazu auch noch den Wui seiner Träume. Seit dem Augenblick, an dem ich dich erblickt habe, weiß ich, willst du den Rest meines Lebens mit dir verbringen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich letztes Mal gemacht habe, aber... Ja, komm. Meine Waba sagt immer, ich soll mich vor Wui in Acht nehmen, die zu leicht vom Schicksal sprechen. Vergiss am besten, was ich gesagt habe. Leb wohl. Ja, tatsächlich hätte sie genau dasselbe gesagt, wenn man das andere auch ausgewählt hätte. Da hätte sie irgendwie gesagt, oh, wie schade, dann muss ich wohl weitersuchen, bla bla bla, und wäre dann weitergerannt. Ja, die Sache nämlich hier mit der Gerudo-Stadt ist nämlich die, dass
man nicht rein darf, so, wenn man ein männliches Wesen ist. Also ich kann es euch jetzt hier gerade mal zeigen, wenn wir jetzt einfach mal hingehen, gerade zu denen. Und mit denen quatschen, dann sagen die so, hey, du kommst hier nicht rein, du bist ein Mann. Also sie sagen erstmal hier, Saf Sabah, was wahrscheinlich Hallo heißt. Moment mal, du bist doch ein Woi. Woi dürften Gerudo-Stadt nicht betreten, hier sind nur Wai erlaubt. Tatsächlich erklärt sich mir hier nur, was Woi und Wai sind und das heißt einfach sowas, so viel wie Frau und Mann. Theoretisch könnten wir natürlich sneaky einfach drüber gehen. Okay, können wir, oder können wir doch nicht. Es gibt irgendwo eine Stelle, glaube ich, wo man drüber gehen kann. Bin mir aber gerade nicht so ganz sicher. Wenn wir jetzt... Nee, wir werden rausgeschmissen. Stimmt. Das, ich finde, das ist... Also, über eins müssen wir ja auf jeden Fall mal reden, Leute. Und zwar, guckt euch mal an, hey. Wie sie allein vom Körperbau aufgebaut ist, hey. Das ist so krass. Also, Gerudos sind halt dafür bekannt, dass sie so ziemlich die stärkste, die am Menschen ähnlichste und stärkste Rasse so, und nach den Goron natürlich, aber menschenähnliche Rasse halt sind. Einfach weil die so durchtrainiert sind und sind halt Kämpfer alles. Oh, jemand Neues, was kann ich für dich tun? Bist du am Glotzen? Was? Niemals. Ich bin Kaufmann und bin sogar ihr Anführer. Wir sind so weit gereist, aber die Männer dürfen die Stadt nicht betreten. Und weswegen... ich stelle nur Nachforschungen an. Nachforschungen. Mir ist egal, was du denkst. Ich weiß endlich, wie man nach Gerudo-Stadt reinkommt. Das ist die Hauptsache. Und zwar, lass mal meine heldenhafte Geschichte. Ich bin jetzt schon fast eine Woche hier. Ich kann gar nicht zählen, wie oft die mich die Wache schon rausgeworfen haben. Ich wollte schon aufgeben. Aber dann! Dann habe ich von einem Mann gehört, der sich in die Stadt geschlichen hat. Dieser Mann soll zwischen dem Wüstenbasar und der Gerudo-Stadt hin und her reisen. Und ich warte hier. Die Sache ist halt, dass dieser Mann ist irgendwie... Ich glaube, immer nachts ist der oben auf dem Dach, wo wir halt drauf fahren. Aber wahrscheinlich triggert der halt erst, wenn wir mit dem Dude hier gesprochen haben. Das kann sehr, sehr gut sein. So, wir machen jetzt hier noch den guten Schein. Und dann werde ich mal hier wieder einen Aufnahmecut machen. Weil heute gibt es noch ein paar andere Sachen zum Aufnehmen. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott. Ach nee, das ist der Schrein. Oh Gott, nein. Wisst ihr was, Leute? Wir machen jetzt hier schon einen Cut. Wir werden den Schrein beim nächsten Mal lösen und ja, dann haben wir schon mal was in der nächsten Folge, was wir auf jeden Fall zu tun haben. Ich bedanke mich jetzt hier an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt wahrscheinlich in die Kommentare, vergesst nicht zu abonnieren. Und dann hätte ich mal gesagt, haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.